Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs mit den Panzerknackern. Falls ihr also Fragen habt in Form eines Bankausraubs oder Banküberfalls oder andere... Aber nur gegen Entgelt. Ja, natürlich gegen Entgelt. Kannst du bitte mein Gesicht zensieren? Hier sind die Jungs, die ihr dafür braucht, die ganz schweren Jungs. Ne? Er ist für das Kopf... Ich bin der Brain. Ja, er ist das Brain. Und er ist halt dabei. So. Ich bin auch dabei. So, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt auf jeden Fall heute dran. Wir sind heute auf dem Weg zu Mehmet von MTKs, falls ihr ihn nicht kennt. Ich verlinke ihn in meiner Videobeschreibung. Wir waren ja schon mal bei ihm, ne Rocco? Richtig. Und wir sind schon mal mit dem Aspekt hingefahren, ihm ein Auto abzuluxen für ein neues Projekt. Leider hat das irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil ihm all seine Projekte zu lieb am Herzen liegen, möchte ich fast sagen. Wir haben aber heute gute Argumente dabei. Okay, ganz wild. Kleines. Naja, wir haben auf jeden Fall heute stichfeste Argumente dabei, quasi um an mein Ziel ranzukommen. Na, Leute, hier ganz viel Moneten. Ich hoffe, wir können ihn damit überzeugen, uns eins der Autos dort zu überlassen. Und natürlich haben wir auch ihn hier dabei. Er wird sein händlerisches Geschick ausspielen. Ich gebe alles, was ich kann. Alles, was du hast. Deine letzte Unterhose? Nein. Da wird das auch nichts. So, bleibt auf jeden Fall dran, wie ich eben gerade gesagt habe. Das wird interessant. Wir gehen jetzt erstmal was essen und ich überlege mir einen Schlachtplan, wie wir Mehmet davon überzeugen, uns ein Auto zu überlassen. Ich bin schon echt gespannt. Ich sehe das schon, komm, wir fahren ohne Auto wieder zurück, Alter. 100%. Warum lachst du? Weil ich dich dran gekriegt habe. Ja. Ich habe die Jungs geschafft zu überreden, dass wir auf dem Weg zum Döneressen gehen. Einer meiner Lieblingsläden in Hamburg. Was für überredet? Du hast mich einfach hierher geschleppt. Baustellenarbeiter. Zeig mal deine Tüte, Digga. Geil, ne? Ich liebe die Tönertüte hier. Aber halt. Ah, es brennt doch an meiner Hand gerade. Und Jungs, wie hat es euch gefallen? Nom, nom, nom. Ich empfehle euch wirklich, na, wenn ihr eine Dönertüte essen wollt, kommt zu Hünker. Ja, du hast auch einen kleinen Döner genommen. Guck dir mal bitte an, Mann. Das liegt doch nicht an ihm. Das war nichts. Er hat schwere Knochen, der Dude. Hier, dein Getränk. Dankeschön. Öffne, war teuer ich jetzt. Ich öffne Ihnen mal die Tür, ne? Bitte. Herr Servak, hier. Bitte. Vielen Dank. Okay, yes. Ein paar Süßigkeiten. So, ich habe mir übrigens einen Schlachtplan überlegt. Bitte haltet euch an den. Kommt nicht direkt mit, wir wollen irgendein Projektauto oder so haben. Okay. Haut mich da nicht in die Pfanne. Was zahlst du? Gar nichts. Er war doch gerade mit dem T5 im Urlaub. Ich will mir auf jeden Fall den T5 angucken. Mhm. Leute, jetzt gibt's Tipps mit Sever, wie man ein Auto kauft. Erstmal mit dem Verkäufer immer Sympathie aufbauen. Versucht irgendeine Gemeinsamkeit zu finden. In diesem Fall nehme ich den T5. Ich erzähle ihm, ich habe auch schon einen gehabt und so weiter. Wir gucken uns das Projekt an und ja. Mission verbrannter Schritt. Boah, stimmt der Gater, Digga, ne? Geil. Mit Alpina-Felgen. Einfach BMW mit Besol hier. Brutal. Warte, feier die Karre. Das ist zu sexy. Jo, einmal nach vorne, Bernhard. Wer hat Gutachten vor 5 Jahren? 60. Und jetzt wahrscheinlich mehr als 100. Also 2 minus ist die Wert. Nein, stell dir vor, da mit Reeperbahn. Nein. Ah, da wird keiner gucken. Da sitzt, aber am Starten und dann sitzt ihr da hinten und dann riechen wir. Vorsicht, Bernhard, einmal einschlagen. So, die halt, jawohl. Genau. Jetzt gerade raus. Guck mal, hier vorne aus, ja. Sehr wertiger, was du noch. Du hast so eine Nase wie so ein Hai vorne. Ich sage dir, Hai ist von diesem Auto gekommen. Was ja, hast du dazu? Der Hai ist da durchgekommen. Es ist voll ein Hai. Ich schwöre es dir. So. Wir sind jetzt hier bei Mehmet. Sever, Digi. Moin, moin, moin. Dein zweiter Besuch hier. Herzlich willkommen, Digi. Mal gucken, ist lange her, ne? Ja, ja. 2 Monate. Ja. 2 Monate. Ich habe gehört, du hast einen Anschlag auf mich. Vielleicht, wenn wir uns einigen. Wie hast du das schon mitbekommen? Wer hat dir das gezwitschert? Du kommst nicht umsonst, du kommst nicht umsonst, Digga. Wir sind gekommen, um den Bus anzugucken, ja, wie er geworden ist. Ja, das ist mein Bus, weißt du, ja?
Oh. Na, also den habe ich nur so rüber gemacht wegen dem Schutz, weil ich habe einen neuen Teppich und ich habe in jeder Leiste Ambientenbeleuchtung noch drin. Na, weil wenn ich das nicht drauf habe, dann geht es auch kaputt, wenn wir da rüber gehen, weißt du? Wahnsinn, das sieht echt geil aus. Ja? Hier ist noch Folie. Ja. Hat gut aus, ne? Hammer, das ist richtig, ey, das ist richtig geil. Boah, ja. Fernseher habe ich hier drin. Ey, das ist ja richtig gut gemacht. 22 Zoll, Glotze drin. Heftig. Schön aus, ne? Geil geworden, ich schwöre. Ich habe komplett einen Teppich neu, Sitze neu, Himmel neu, komplett Alcantara. Ich finde die Farbe, komm, Sever, alle so, die Farbe war die Sitze. Doch, sieht Bordeaux geil aus. Das ist Bordeaux, das rot geil mit aus, schwarz. Das ich finde es okay, Sever. Ich finde das auch heftig, wie die das hier lackiert haben. Der war richtig ein bisschen verwurrt. Ja. Überall so, alles hing, alles war kaputt. Aber guck mal, du chillst hier in dem Auto, hier mit dem Himmel und alle feiern hier mein China-Dings da oben. Ja, das sieht richtig China geil aus. China-Restaurant. Ja. Aber ich feiere das Ding, weil ich wollte... Hier ist auch Ambiente, ne? Machen wir gleich All You Can Eat hier. Ja, ich wollte mal Dings hier... Hier ist auch Ambiente, guck mal hier. Genau, die kannst du so hochnehmen extra noch. Weißt du? Schön, ne, die Dinger? Ey, die sind schöner als die Originalen. Die Originalen habe ich wegmachen lassen. Die sehen richtig dezent aus. Ja. Also ich finde... Die sind echt stark geworden. Also auch die Verarbeitung ist sehr wert. Ja. Wirklich. Und ich finde auch hier, die Sitze haben die gut genäht. Die Sitze sind meiner Meinung nach das Highlight. Ja, wunderbar. Bin ich ehrlich. Wenn du Tür aufmachst, das ist so schön. Er sieht doch elegant aus. Wenn du zumachst, ich habe sogar hier Ambiente in den Türen. Weißt du, 64 Ambiente. Also geil. Ich kann wirklich jede Farbe, alles ändern, wie wir wollen. Also ist schon nice, ne? Krass, wirklich. Ja, du weißt, viele haben da ja einen hat's gefallen, einen nicht gefallen. Das Ding ist, für mich zählt das Gesamte und das Gesamte, das Auto, wenn vorher zu vorher, sein Himmel weiter unten. Vorne ist auch richtig hübsch geworden, ne? Da war ja grau drin. Ja. Da kannst du jetzt nicht meckern, ne? Kühlschrank haben wir in der Mitte drin, CarPlay. Ja, ne? Geil. Geht durch. Heftig, haben die echt gut gemacht. Für so eine kurze Zeit. Er hat den Teppich komplett neu gemacht. Ich habe gedacht, du kriegst doch die Umrandung gar nicht hin. Ne? Aber guck mal, wie er das gemacht hat. Das sieht so, als ob du jetzt einen Originalteppich drin hast. Diese Kanten und was. Digga, und ich Idiot, ich habe bei meinem Bus, habe ich extra den Teppich umgetauscht. Weißt du, wie teuer das ist? Ich habe 400 Euro für einen gebrauchten Teppich gebraucht. Nur vorne. Achso, ich habe komplett Nagel und Teppich verlegen lassen. Alcantara überall. Ist irgendwo etwas, wo du gesagt hast, okay, scheiße, hätte man machen müssen? Ja. Irgendwas, was vergessen ist oder was nicht beachtet worden ist? Ja, hier war ja so eine kleine Delle, die hat er mir rausgedrückt. Dann hat er mir, siehst du, diese Farbkante ein bisschen. Okay. Habe ich so ein bisschen. Aber ansonsten, wenn ich so gucke, auch vom Lackbild her ist gut, ne? Also es ist so eine 90%ige Lackung. Das ist nur Folie. Das Folie, ja. Weil ich habe gedacht, kann ich auch abnehmen, wann ich möchte oder wenn ich verkaufe. Ja. Aber der war zerkratzt, zerbeult, richtig verlegbar da von außen, ne? Ja, das sieht schon gut aus. Ich finde auch diese Silber-Schwarz. Ich finde, dass, wenn ich den jetzt so von hier angucke, er sieht schon modern aus jetzt. Sehr modern. Ja. Ne? Also überleg mal, es ist ein 2004er Bus. Wenn du noch die LED-Rückleuchten und T6-Scheinwerfer, könnte man keiner weiß, was für ein Baujahr das ist. Ja. Kannst du so nicht rauskriegen. Und ich finde, diese Zweischichtlackierung gibt richtig so einen modernen Touch. Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Also, mach doch hinten die Rückleuchten, vorne die Scheinwerfer, ohne Umbau. Es gibt vorne T6 Optik-Scheinwerfer. Ja, genau, T6 Optik. Ja. Und Felgen habe ich da, die waren okay. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, neue Felgen, die wegschmeißen, wären mir ein bisschen blöd. 300 Euro. Ich sage, komm, wer nicht mag. Normalerweise mein Traum von dem Bus wäre, T6 Umbau, tiefer legen, 20 Zoll. Ja. So, dann ist es ein Baba-Bus. Aber ich habe schon aber so viel rein investiert, dass die Grenze wirklich für mich erreicht ist und der neue Käufer kann sich selber überlegen, was er macht. Die sind jetzt verchromt worden, ne? Die sind komplett verchromt, genau. Also in so einem Chrombad drin, ne? Die waren ja auch zerkratzt und bla. Krass, ja, wie die das machen. Es geht. Wahnsinn! Was sagt ihr dazu? Meine Zuschauer sind ja noch mal ein bisschen kritischer. Wie findet ihr das? Im Gegensatz zu meinem T5. Meine T5 waren echt scheiße dagegen.
Ja, der war ein bisschen verlebt, verhurt. Und ich finde, ich habe ihm wirklich so ein neues Leben eingehaucht. Klar, Chromfang muss nicht jedem gefallen, kann man aber auch ändern. Ja, ja. Die Farbe von der Innenausstattung, der eine mag nichts. Ist alles Geschmackssache, würde ich sagen. Aber ist, am Ende, es ist eine Aufwertung. Ist hundertprozentig. Egal was. 100%. Ich wollte einen VIP-Umbau machen. Das Problem ist, ein VIP-Umbau, die machen diese Einzelsitze, dann hast du TÜV-Probleme. Ja, das weißt, geht nicht. Stell dir vor, ich verkaufe das Auto. Er wollte mir hier einen Fernseher machen, das heißt, was vom Boden kommt. Aber dann wäre hier Schluss. Das darfst heißt, der Sitz nicht. Ist da vorne. Ja, darfst du. Also jetzt sitzt du da hinten, du sitzt so vorne. Ja. Ich habe da möchte ich nicht. Und dann hier ein Loch in der Mitte, habe ich gesagt, möchte ich nicht. Nee. Schön die Glotze, wenn ich will, mache ich runter und dann ja. Klappe ich hoch. So ist gut. Und wir fahren ja mit Freunden rum, das heißt, also ich will auch mit dem Fahrer kommunizieren und nicht hier die Glotze dazu haben und was. Ne? Das haben sie so gut gemacht, wirklich. Aber ich finde auch die Verarbeitung, was sie hier mit dem Alcantara, auch hier die... Ambiente gehört ja nicht dazu. Ne? Haben die irgendwie mal, keine Ahnung, wie die das reingemacht haben. 64 Farben, kannst ändern abends, hell machen, dunkel. CarPlay mit Fernseher, mit Netflix drin, alles. Ich bin wirklich begeistert. Sieht richtig schick links aus, ne? Also die meisten, die ihn so gesehen haben, haben zu mir gesagt, ehrlich, live sieht er geiler aus als auf dem Video. Ja, bin ich jetzt nämlich auch der Meinung. Das haben mir wirklich sehr viele, die ihn gesehen haben, gesagt. Live sieht er wirklich schöner aus. Und er ist auch drin dezent. Also es ist ja nichts verändert groß. Nee. Teppiche habe ich nur wegen Schutz gemacht. Kann ich natürlich wegnehmen. Das sieht natürlich ein bisschen dieses Rot. Bisschen hässlich. Bisschen hässlich. Ja. Aber ich habe gesagt, bitte mach mir irgendwas, dass die nicht dreckig werden. Ja. Man kann ja schöne VW-Teppiche holen, weißt du, für nichts, was dezent ist. Ja. Aber für mich war es an dem Tag, habe gesagt, komm Digga, mach mir irgendwas auf dem Boden. Hätte ich auch gemacht, ja. Weil der schöne neue Teppich muss ja nicht sein, oder? Geil, wirklich. Hast du richtig gemacht. Ja, viel Geld rein. Ne? Ich habe also Türkei, meine Umbaukosten waren 7.800 Euro. Innen, außen ist viel Geld für Türkei, muss ich sagen. Hundertprozentig. Also aber es ist auch viel passiert. Es ist auch viel passiert, genau. Ne? In Deutschland kannst du überlegen, so eine Zweifarben-Lackierung, 5-6 Mille Minimum. Ja. Denke ich mal, oder? Ja, kommt hin, gerade bei der Größe des Fahrzeugs und der Beschädigung am Auto. Kratzer, die darf man nicht unterschätzen. Und mich hat das knapp 3.000 gekostet und viel Geld für Türkei, 3.000 Euro. Wirklich viel Geld. Das habe ich gar nicht gesehen. Was denn? Die Spiegel. Ach so, ja. Aber die sind nur rangebackt. Ja, aber das sieht geil aus. Die können wir auch abnehmen. Ich habe das so, hier unten ist auch lackiert. Ich finde das gut. Das ist eine M3-Dinger. Für mich ist das, sieht das nicht aus wie M3. Ich finde, das sieht ich bin egal. Aber wie du sagst, vielleicht die T6-Lichter vorne organisieren. Ja. Wie du sagst, und hinten die LEDs. Weil dann ist das Auto natürlich nicht nur von nochmal nach vorne. Nochmal, ja. Und dann sehe ich das Auto bei 20.000 Euro. Also Freunde, der wäre seine Community, Digi. Ich bin unter 20, komm. Ey Leute, ohne Spaß, der Preis, den er für das Auto aufgerufen hat, der ist wirklich günstig. Bin ich ehrlich, ich bin ehrlich. 7, 8 Mille irgendeine Höhle. Da ist viel Arbeit. Ja. Und ich habe ja wirklich gekauft, zwei Tage später, zwei Massenschmalkupplungen am Arsch. Du weißt ja, kostet schon im EK 7-800 ohne Arbeit, also eine Werkstatt 1,5. Ja. Turbolader, AGR, blablabla, Service, Klima war kaputt. Zusammen, ja. Klima, also ich habe da wirklich 16.400 Euro. Ja. Dato steht hier, nur ohne Arbeitslohn. Ja. Viel Geld. Hey Leute, ja, bei mir sind ja viele Leute, die durch T5 dazugekommen sind. Ja. Wenn ihr einen sucht, ohne Spaß, ein ehrliches Auto, ne? Erstens ist es ein ehrliches. Ich nenne jetzt den Preis nicht. Das werden die bestimmt über dich dann herausfinden. Der Preis ist wirklich günstig, meiner Meinung nach. Also 14.000 war so meine Idee. Er sagt zu mir, du bist so billig. Das ist echt zu billig. Ich gebe ihm sogar Ticks weniger weg, aber das ist so mein Realer, was ich mir so überlegt habe. Ich verkaufe solche Autos für 15.000 Euro ohne irgendwelche. Ja, und da ist wirklich neu. Wirklich, da ist alles top. Mehr geht nicht. Mert, was ist damit hier? Ja, der steht da 6 Monaten. Ich wollte ihn mal morgen ein bisschen fahren, ja. Das hat er bitter nötig. Ja, hat er auch nötig. Der steht hier rum. Voll. Fährst du den da jetzt raus? Ja, ich wollte ihn eigentlich mal so mal rausfahren, ja. Aber machen wir gleich, ne? Sonst hätte ich gerne mal gesehen, wie er gleich hochfährt. Ja, der Tank's ja macht gut, weißt du was, Mann. Aber der steht auch schon seit 6 Monaten. Ist ein bisschen traurig, ne? Der stand letztens schon hier. Ich nehme ihn mal raus, fahre den mal morgen, dass er sich mal ein bisschen bewegt. Einmal wieder waschen, dass er dann mal wieder gut dasteht. Ne? Schönes Auto, oder? 7er sowieso. Gestern war einer, wollte ihn kaufen, aber dann nein, gebe ich nicht. Was wollte er geben? 10er. Nee, gebe ich nicht weg. Das war mein Stichwort. Was? Mehmet, du sagst gerade aufräumen. Ich muss aufräumen. Ich muss mich auch von Autos trennen. Du musst dich auch ein bisschen hier verkleinern. Ich weiß, ne? Ich höre in den Videos auch immer, Mehmet, holst du mal Autos, laberst hier von trennen. Ich trenne mich wirklich sehr ungern von dem Auto. Ja. Das eine Auto, wo du mich drauf angesprochen hast, würde ich mich trennen. Cooles Auto. Aber ein geiles Projekt. Irgendjemand hat ihm gezwitschert, um welches Auto es geht. Eigentlich wollte ich... Ja, die gebe ich doch sowieso nicht weg. Also brauchen wir gar nicht warum? Die sind auch schön, die Autos. Ja, und ich möchte dir doch nur helfen. Ich will doch
nur helfen damit. Ja, aber helfen muss auch die Kohle stimmen. Bei mir wollen jeden Tag wollen die Leute mir helfen. Da sagt er, hier, 5 Mille, nimm ich weg, ich helfe dir. Ja. Nein, hier, ich gebe dir 4 Mille, ich helfe dir. Annehmen. Nein, lass mal, da sollen die lieber verrotten hier. Also welches Auto kommt hier in Frage? Zeig mal bitte. Also, Leute, jetzt wird's spannend. Aber ich mach wieder auch für dich interessant. Diesen Audi hast du mir letztens schon versucht. Hab ich dir mal angeguckt. Bobek wollte ich ihn andrehen, aber der Audi, Maudi, Walla, aber gar keine Ahnung. Er fährt selber ein. Ja, Audi V8 ist schon geil. Ja, ich. Aber du bist nicht Audi-Fan. Nee, ich bin tatsächlich Audi-Fan, aber ich suche das Projekt, was jetzt drankommen soll, das soll was für den Alltag sein. Ja. Ich will damit fahren. Ich brauche was Sparsames, ich brauche was mit Komfort, ich brauche was sparsam. Mit Platz. Okay, gegen den C63 ist alles sparsam, was du hast. Ich wollte es gerade sagen. Der frisst mir die Haare vom Kopf, ich sag's dir. Ich weiß nicht, ob du von den Videos kennst. E-Klasse. Ich habe ihn einmal gesehen in meinem eigenen Video, aber dabei ist er mir nicht wirklich aufgefallen. Immer geil, E-Klasse, oder nicht? Feier ich brutal. Ja, Leute, schaut euch mal dieses Schmuckstück hier an. Was ist das hier, E63? Was? Ich kaufe ein E63, ein Fake E63. Aber der hat nur eine 63er Frontstoßstange. Der hat nur eine Frontstoßstange, 63er. Oh Mann, aber er sieht vom Bastel aus. Er sieht vom Lack her top aus. Wirklich Beulenkraft. Sieht man jetzt aber nicht. Nein, aber auch so. Ich habe ihn gewaschen, habe ihn auch kontrolliert. Also unglaublich, auch rostmäßig hat er auch nichts. Ja. Und du siehst, er steht schon ein bisschen länger hier, ne? Oh Gott. Er steht schon ich sehe das schon hier. Wieder kommen, Digga. Das wird schon wieder voll die Mammutaufgabe. Yeah, geile Karre, Digga. E-Klasse. Yes, yes, yes. Ne? Schön Avantgarde. Komm, ich sehe dich drin. Ich auch. Wollen wir mal gucken? Drin. Halt mal kurz fest. Komm, ich sehe dich drin. Taxifahrer. Taxi-Driver. Ich finde, der Modo ist ja leider sehr bekannt, dass er anfällig wegen der Kette sind. Ne? Die Ausgleichswelle. Das ist das einzige Problem. Facelift-Modo drin, 231 PS. Er geht, wenn er gut läuft, geht er auch gut voran. Ich finde, der ist sehr gut motorisiert mit 231 PS. Ja. Versuch mal zu starten, keine Ahnung. Hab ich nicht. Schimmel? Aber mit Schimmel kenne ich mich gut aus. Was? Mit dem Geld holt er alles, was er will. Also 500 kommt er jeden Tag für die Regen. Ja, das ist gut, weil das Auto kostet ja nur 500. Ja. Das ist perfekt. Ja, finde ich auch gut. So, was los? Wollen wir starten, Digga? Ja, lass mal starten. Ich weiß nicht, ob er anspringt, ja? Wer startet? Du startest. Ja, geh. Starte mal. Nein, starte du, oder? Ja, ich weiß nicht. Starte du. Ich weiß nicht, wie die Batterie ist von dem. Weil noch habe ich nichts bezahlt. Und wenn er jetzt hochgeht, dann kommen wir aus der Sache noch raus. So, wollen wir mal gucken, ob er hochfährt. Obenrum fährt er aber. Weil die Ausgleichswelle ist ein bisschen ausgelutscht. Das heißt, untenrum merkst du das. Aber wenn du obenrum fährst, fährt er wieder normal. So, wollen wir mal gucken, ob er hochfährt. Macht er das nicht von alleine? Ja, ja, ich muss nichts machen. Mich voll labert. Leute, es gab ja ein kleines Missverständnis. Ich dachte, es wäre ein 280er Diesel die ganze Zeit. Alter, nein, clever, Digga. Ja, ich habe ihm noch gesagt, 231 PS. Er sagt, geil. Was für ein Autokäufer, ja. Unglaublich, ja. Seven. Ich bin extra in meinem Auto Käufer-Outfit gekommen, so Kiesplatzhändler. Ja, guck mal, wie hoch hier gekommen ist hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wie sieht's aus? Ist egal, Diesel, Benziner. Sag mal, wir fahren schon. Wir fahren mal eine Runde. Wir fahren jetzt losgekommen zur nächsten Tanke. Oh, Diesel. Digga. Oh mein Gott, das ist so peinlich, Leute. Ich schwöre, das ist Nico, peinlich. Nico, du musst rausfahren. Ja, Leute, kleines Malheur. Mein Fehler. Deswegen hat mich das auch gewundert, warum dieses Audi jetzt 231 PS anstatt 190 hat. Weil ich einfach verplant habe, dass es ein Benziner ist. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Diesel. Echt? Ja. Digga, ich habe die ganze Zeit gedacht, wir reden von einem E280 CDI-Mopf. Hab mich schon gefreut auf 7 Liter Verbrauch. Ja. So, Leute, wir müssen jetzt hier ein paar Autos wegräumen. V8 Kaltstart. Boah, geil. Diese alten Audis, die sind alle sehr bollerig. Ich finde das geil. Das stimmt. Weil ich schwöre, von hinten kommt wenig Sound drauf. Ja. Oder? Flass ist ja richtig laut. Glaube ich. Flass. Aber der müsste auch nicht gerade langsam sein. 344 PS hat der, das ne? Ist nicht also wenig. Ist nicht langsam. Ja. So. So, Leute. Aber jetzt habe ich den Opfer gefunden. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt hier was wird. Ich pack euch mal hier neben mich. Warte, ich sehe dich drin. Ich sehe mich gerade selber da drinnen. Ich sehe dich komplett drin. Ich
soll eine Runde damit fahren. Das Ding läuft wie ein Sack Nüsse. Ich habe Angst, dass ich an dem Auto kleben bleibe irgendwie. Was sagt ihr, Leute? Kaufen, nicht kaufen? Ich stell mich mal da in den Schatten, das ist echt heiß. So, bis gleich. Kennzeichen drauf und ab geht's. Okay. Meinst du, die Klimaanlage geht noch? Wollen wir probieren. Die E-Klasse ist schon ein bisschen kalt, ne? So. Ich sag dir ehrlich, ich habe schon vor ein paar Monaten, bin ich losgezogen, wollte mir einen 211er kaufen. Und für mich war halt wichtig, 211er, Automatik, Silber. Okay, also du bist ein Silber-Fan? Bei 211er bin ich ein Silber-Fan. Okay. Weil 211er war auch in den Prospekten immer Silber. Ja, das stimmt. Eigentlich egal welche Motorisierung, immer Silber. Ja. Immer Silber und ich stehe halt da drauf, wenn die Autos so wie ein Prospekt aussehen. Ja, ich stehe da total. Ja, komm. Ich wollte aber einen 220er kaufen. What? Sagst du, oh Gott? Hier ist auch der gleiche. Ja. Auch gleicher Motor, 280er. So, wir fahren hier vorne. Auch ein Benziner? Auch ein Benziner. Kannst du mir ja davon die Triebeprobleme. Da wurde auch der Motor aber schon mal gemacht. Echt? Hier links. Da wurde auch der Motor gemacht. Oh, man merkt voll wie. Alter, obenrum kommt er, aber untenrum merkst du natürlich, dass er Zündaussetzer macht, ne? Weil der Kollege hat zu mir gesagt, ja, ich glaube Zündkerzen. Und ich sag, nein. Weil schon definitiv keine Zündkerzen. Aber er ist, also viele Teile sind hier neu, ne? Querlenker, Bremsen, bla bla bla. Der Airmatic ist noch top. Ja. Hast du ja gesehen, der ist sofort hochgefahren. Aber das ist jetzt keine richtige Airmatic, das ist nur eine Niveauregelung. Nein, oder? Das ist Airmatic, Digga. Wir haben alle Airmatic. Hier. Kannst ja hier hoch und runter fahren. Ah, tatsächlich. Aber er ist nur hinten abgesackt. Ja. Vorne war komplett oben. Nee, vorne war oben. Und also du kannst auch hier auf Sport umstellen, dass ja, er härter wird. Okay, also das okay. Kannst du mal Airmatic. Boah, geil, dann spart man sich das Geld. Koppelstein hier, Koppelstein. Und dann geht er. Aber er zieht gar nicht. Ja, gleich, wenn er mal ein bisschen fährt. Geht das Wischwasser überhaupt? Probier mal. Alter, ja, brutal, Digga, wie alles funktioniert hier, ja. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, noch mehr, Gibi. Jawohl, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Naja, ich habe ihn, glaube ich, seit 7 Monaten. Da hast du noch keine Zeit, dich um das Auto. Nein, so ein nein, Projekt. Nein. Ich habe ihn mal verkauft, hat er gesagt, Digi, ich gebe dir hier so viel, ich hole ihn ab. Und dann eine Woche später, ich bin im Krankenhaus, 3 Tage später, ich sage, ja, komm, lass mal, Alter. Ja, man kennt die Geschichte. Ah, sofort Wischwasser nach. So, also das Fach funktioniert, weil ja, das ist geil. Fach funktioniert. Das ist das geil. Finde ich auch super, ne? Dass kein CD-Wechsel drin ist. Ja, man braucht das sowieso nicht. 100%. Das ist geil. Aber damals ein geiles Gimmick. Ja, auf jeden Fall. Yes, AMG hier. Yes, yes, yes. Alles funktioniert. Aber ich finde, auch das Lenkrad sieht noch richtig schick aus. Ja. Das Einzige, was mich an diesem Auto jetzt persönlich stören würde, wäre das Schiebedach. Genau, das hätte ich dir auch gesagt. Mama, komm mal, ich habe noch nie probiert. So, komm. Ich hab die vorhin angemacht. Wir probieren mal. Geht schon aus. Das blinkt ja, schon. Ist alle. Ja. Aber ich glaube, ich denke 100% das alles. Wir können mal gleich probieren, ja. Ob da genug Gas drin ist. Also man kann damit normal fahren. Wie gesagt, ich habe ihn aus Hannover geholt, 150 Kilometer, ohne Probleme gefahren. Das ist so spannend gerade. Jetzt soll ich dir mal was sagen, ich bin so ein Kandidat. Ich bin richtig dumm, was das angeht. Ich liebe Risiko. Ja. Ich mag das gerne. Ich will gar nicht wissen, was damit ist. Doch, aber du hast ja kein, also du hast kein Risiko in dem Sinne, weil ich habe dir ja den Fehler erzählt. Aber jetzt stell mal vor, es ist was anderes. Das aber, stell dir vor, aber es kann nicht schlimmer sein, als das, was ich erzählt habe. Kann nicht schlimmer aber sein. Vielleicht sagst du, ey Mehmet, das war eine Einsprühdüse, Digga. Ja. Bam, habe ich für einen Huni Ei gemacht. Ja, ja, dann sage ich, Digga, Respekt. Scheiße, warum habe ich nicht geguckt? Ja. Ich gebe ihn dir dann zurück. Aber guck mal, Kickdown passiert nichts. Nein, also. Er läuft nicht auf allen Zylindern. Also jetzt kommt er wieder. Drehen wir um hier. Aber du hörst du kein Klappern, kein Tackern. Du, und wir sind ja wirklich schlechte Straßen jetzt gefahren. Ja. Aber du merkst natürlich die Zündaussetzer jetzt, siehst du? Jetzt sofort, so, ja. Sofort, ne? Sofort. Genau. Aber für mich ist das so fragwürdig, wie Zündaussetzer mit der Ausgleichswelle was zu tun. Die Kette, ne? Die Steuerzeiten ändern sich. Ja. Wenn die Ausgleichswelle ein bisschen ausgelutscht ist, weißt du was, meine, wie so eine verlängerte Kette ist das. Ja, ja, obwohl ja, die Kette ja. Ist nicht verlängert, die Ausgleichswelle, hat ein bisschen Spiel, die Zähne. Und dann kriegst du die Zünd. Und wenn du schneller fährst, dann obenrum fängt er sich. Weil die Kette wahrscheinlich auf Spannung dann ist. Und dann schneller dreht. Ja. Weißt du, und dann öffnen die Ventile ja natürlich schneller. Ja. Und dann merkst du, obenrum kannst du ihn geben. Ja. Aber untenrum merkst du sofort im Leerlauf, weil er die Drehzahl so wenig ist, ja. Öffnet und schließt natürlich im falschen Zeitpunkt. Aber ich finde innen aber auch okay. So. Vollkommen okay.
vollkommen. Teilleder ist auch okay. Meinst du, ich kann einmal hier auf der Landstraße ein bisschen schneller? Ja, klar. Ja, ja, klar. Fahren wir mal. Nee, nee, komm, wir fahren mal ein bisschen. Nee, ich hab Schilder drauf, alles gut, Digga. Ist ja alles Probefahrt, ne? Fahr rechts, Digga, gib ihn. Boah, guck mal, der ist ja auch schön. Hier ist auch ein Kundenfahrzeug. Das alte Modell, auf Facelift umgebaut. Aber auch die gleiche Stoßstange, wenn du siehst. Ja, ja, sehr schön. Schick aus, ne, mit den Felgen. Ja, 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 sehr schön. Die Felgen sind mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Sehr teuer. So, wir fahren mal vorne, dann rechts und dann können wir mal ein bisschen Gas geben. Bist voll auf Gas? Voll. Na, jetzt kommt er oben ein bisschen. Also obenrum merkst du schon was, aber untenrum ist er sehr träge. Ja. Aber normalerweise, wenn er gut laufen würde, der wird schon gut vorangehen. Fährt echt gut dafür, dass er macht. Das fährt der wirklich gut. Der muss dann. So, ja, eine kleine Probefahrt haben wir, ne? Ja, haben wir. Haben wir. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Achso, lass mal gleich einmal kurz gucken wegen der Klimaanlage. Ja, komm, fahr mal rein und guck mal, ob da vielleicht ist da kein Gas drin. Komm, da steht der Server, ja. Alter, oh, Alter. komm, fahr mal rein, dass wir von der Sonne raus sind. Eingetroffen. Neu eingetroffen, ne? Einbahn frei. So Leute, wir lesen jetzt nochmal das Auto kurz aus, bevor wir hier Mehmet verlassen und das Geld hier lassen. Weil ich würde einfach ganz gerne mal wissen, was hier jetzt ist, bevor ich mit dem Auto losfahre. Oder kann ja immer noch sein, dass ich das Auto auf dem Weg richtig zu Schrott fahre. Ja Leute, 211er habe ich tatsächlich mit geliebäugelt, aber da komme ich gleich nochmal zu. Er ist jetzt so. Ja, komm. Du willst es wissen. Ey, was ist hier denn los? Warte, ey! Was ist mit dem Auto los? Warte, hier mal, nimm mal den mal auf. So, jetzt hör mal Sound. Stimmt, mal jetzt, nimm mal den Sound. Was ist denn mit dem los? Digga, Alter, das ist hier Bikurbo. Mach mal einer. Noch nicht mal gekauft und er hat direkt das Auto kaputt gemacht. Hier, Nico, hier ist der Clip. Ey, mein Fuß ist hängen geblieben. Ja, wie kann das passieren? Das ist schon eine E-Klasse. Was kommt denn das hier? Ja, ich bin kaputt gemacht, Digga. Soll er dir 300 geben? Ich hab Haftpflicht. Der Haftpflichtschaden direkt einreichen. Er wollte mir zeigen, wie er sich da drin hinlegt. Scheiße, das ist kaputt. Ich hab noch nicht mehr gesehen. Die sind vorne drin. Okay, ja, mag ich mir. Jetzt aber ey, guck mal. Walla, ja, gerade gekauft, ja. Das kann man, ich repariere das. Guck mal, du musst es bei ihm Geld machen, dann kann er das bei dir Geld machen. Ich repariere das. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Die ganze Freude am Auto jetzt schon genommen. Scheiße. Und wenn ich jetzt, weißt du, wie scheiße das aussieht? Du hast die Tür jetzt aufgemacht. Tschüss, Mikro. Ich mache repariere. Warte, er macht das fest. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Es ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Alle, wir haben mehr Rot als Grün. Ah doch, hier, alle, Getriebe, top. Siehst du, ne? Wie sagst du immer, ich werde trocken. Alle, Getriebe ist top, siehst du? Ja. Alter Schwede. Oh, da sind ein paar Grüne. Ja, ein paar Grüne sind da, aber ist er noch am Suchen? Nein. Nee, nee, das Schwarze ist nicht verbaut. Hat er nicht, Orlando, hat er nichts verbaut, ist leer. Hat keine Ausstattung davon. So, wollen wir mal gucken, wollen wir direkt löschen? Nein, wir gucken mal Ergebnis, oder? Nein, wir gucken mal. Achso, geh mal zurück. Oh, oh, oh. Wo geht's zurück? Gib's da zurück, da oben erstmal rein. Geh mal auswählen. So, das ist auch das Wichtigste, was wir wollen hier, ne, an dem Auto. So, was haben wir da? Aussetzer, genau. Ne? Das ist immer ein Zeichen, die Aussetzer heißt ja immer. Aussetzer P0300 ist der Fehler. Zylinder 1 Cut beschädigt, Zylinder 4. Er springt immer, manchmal zeigt er auch mal 3 oder sowas an. Ne? Ich mache mal ein Foto vorsichtig. Hier, ständig Verstellung der Einleitnockenwelle. Also, zu spät. Und das ist das, warum er die Zündaussetzer macht. Mhm. Weil die Ausgleichswelle, siehst du? Er kriegt die Position nicht unten rum. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es die Ausgleichswelle ist. Oh Mann. Ja, also deswegen, ich denke ja. Ich denke der ja. Preis sinkt zunehmend. Ja. Traust du dir das Auto zu? Ja. Wirklich? Ja. Ansonsten gibt es ein Video. Alter, Boberg hat mir 2,5 geboten, Digga. Ehrlich also, jetzt? Ja, Boberg, Alter. Also wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es ein Video. Hat Mehmet von MT Cars mich übers Ohr gehauen? Vielleicht. Ja. Aber lösch mal ruhig. Wir löschen mal gucken, was übrig bleibt. Aber einmal muss ich mal waschen, ey. Ich mach das gleich auf dem Weg. Da freue ich mich am meisten drauf. Genau, schön meine Wäsche, dass ich mir das mal alles weggeht. Ja, sieht wirklich gut aus vom Lack hier, muss ich jetzt sagen. Ich bin gespannt, ja.
Du siehst das leider nicht, aber du kannst es mal so mal beurteilen. Also ich finde den vom Black her richtig schön. Glückleuchten finde ich auch schick. Ja. Nichts ändern, vielleicht andere Auspuffentblenden. Und was ich damit mache, sage ich okay, noch. Aber die Leute können sich das eh denken. Ich bin Bodykit-Fanatiker. Ich liebe Bodykits. Gerade wenn sie aus irgendwo Fernost kommen. Ja. Dann liebe ich die Bodykits noch mehr. So, wo chinesische Zeichen auf dem Karton sind. Weißt du, was Yasin gesagt hat? Ich baue Autos für mich, nicht für den TÜV. Ja, sehe ich genauso. Ihr Sever, ich verkaufe dir mit Grün. Mit Garantie. Bis da vorne, bis zur Kante, ne? Der bringt dich nach Hause. Alter, falls du dich nach Hause bringst, kriegst du dein Geld zurück. Ja, komm. Das schafft er, Digga. Wallah, ein Wort. Mann, ein Wort, Digga. Kauf ich Auto. Jetzt. Ich freue mich wirklich auf deinen Umbau. Mal gucken, was du hier raus machst. Also, würde mich wirklich freuen. Ja, da kannst du gespannt sein. Ne? Also, schwarze Scheiben sehe ich ja auch irgendwie. Oh, da muss ich gucken. Ich bin immer bei schwarzen Scheiben immer ein bisschen vor. Weil das Ding ist, ohne die Scheiben, der hat ja so bläuliche Scheiben, dadurch, dass es Avantgarde ist. Aber die Felgen passen leider nicht. Es ist ein schöner AMG-Felgen. Ja. Aber leider, es ist. Du hast da ja was, ne? Ja. Darf ich das mal zeigen? Zeig dir mal, kannst du deine Community mal fragen? Ja, Community. Ob die Karre in den Dingern sehen. Was sagt ihr? Mehmet möchte mir ganz gerne diese Felgen hier geben. Lorenzer Turbinenfelgen in 20? Ja, in 20 Zoll. Was sagt ihr? Also ich persönlich weiß es nicht, aber wenn die Community sagt, lieber sowas, dann sagt gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich bin so mehr Richtung 19 Zoll, wahrscheinlich auch original und nicht so Lorenzer Turbinen. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Ihr könnt auch was zum Auto schreiben gerne, habe ich noch gar nicht gesagt. Da wäre ich auch auf eure Meinung gespannt. Ich bin gespannt, ne? Du bist ja Mercedes-Fan. Ja, und ich bin sowieso W211-Fan. Okay. Was sagt ihr zur Farbe? Ich liebe die Farbe. Brillant Silber. Hammergeiles Ding. Richtig geile Farbe, wirklich. Ein paar fette Felgen. Ja, bisschen tiefer. Da kommt er. Also ich sehe dich drin. Ich mich jetzt auch. Habe ich schon den ganzen Tag erzählt, dass ich die sehe. Aber ich sehe Seven in vielen Autos drin. Ah! Okay, so, bis gleich, ja. Leute. Hau rein, Digga. So, Leute, wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Ich muss jetzt langsam nach Hause. Die Jungs werden gerufen. Wir haben Hunger. Wir haben auf dem Hinweg schon gegessen. Seven, für mich war es eine Überraschung. Ja. Es freut mich, dass ich jetzt nach dem zweiten Video endlich ein Auto von dir gekriegt habe. Unglaublich, weil ich hätte das jetzt nicht gedacht, weil du warst ja letztes Mal, du hast ja ein neues Projekt schon da, ne? Ja, aber ich wollte beim ersten Video schon ein Auto haben hier. Ja, du hast ja ein bisschen geguckt gehabt und ich finde wirklich eine tolle Wahl. Ja. Aufgabe ist natürlich ein bisschen schwer, Motor rauspass machen. Ja, ich glaub, mal gucken. Du kannst auch ein bisschen schrauben, finde ich. Das ist ja wieder eine Aufgabe für dich, endlich mal wieder was anderes zu machen. Ja, auf jeden Fall. Bodykit kennen die Leute von dir, aber ich feiere das Ding, wenn das Ding wirklich mal hinstellt. Grill finde ich auch schön. Weil er hat ja schon ein halbes Bodykit. Doch, der Grill sieht gut aus. Finde ich richtig gut. Ende am Grill liegt. Wenn wir mal wirklich mal, du machst ja schon was, ja. Ich würde mich freuen. Ja, liebe Freunde, ich bin froh, dass er weg ist, in gute Hände geht und... Ihr wisst ja, bei mir, das wird gut werden. Das auf jeden Fall. Also Seven, viel Glück, Digga. Dankeschön. Ruf mich nachher nicht an. Auto. Du schaffst das, das Nein, schafft er. Ich rufe mich an, ich mache einfach ein Video. Ich habe ihn aus Hannover geholt, der fährt, der bringt den wirklich nach Hause, ohne Probleme, liebe Freunde. Ne? Seven, viel Glück, mein Bruder. Dankeschön und dann für schauen das Auto, wir mal. Wirklich. Ne? Danke. Viel Spaß. So Leute, haut rein, schaut bei Mehmet vorbei, lasst ein Abo da, bei ihm, bei mir, wo ihr wollt. Er hat ja schon gesagt, es kostet kein Geld. So, kostenlosiger. Daumen nach oben oder Daumen nach unten für die, die keinen Mercedes-Content mögen. Ja, haut rein, ihr wolltet's ja. Bis dann. Ciao, ciao.